So. Mahlzeit mal wieder. Und die Welle, bla bla bla. Wo ist das so dunkel? Hab ich hab mal nur gesagt, ne? Drauf immer ein. Verstehe ich nicht. Baby Blues Nightmare. Auf Empfehlung von Nicole eine Demo. Auf Steam erhältlich, wie man gerade sehen konnte. Ich gehe mal auf Settings, Mouse Sensitivity, General Graphic, Shadow Distance, Resolution. Das ist sogar Vollbild. Full Screen Windows. Okay. Game Quality Custom. Ich habe nichts eingestellt. Sonst wäre das schon links an. Mit Occlusion Apply. Komm, lassen wir das einmal. Ich hätte jetzt hier gerne ein bisschen heller. Und das sieht man doch sehr dunkel aus. When you start a new in other graphic settings, okay. Control VSD, logisch. Move right, control. Was? So, crouch. Prone, run. C. Das ist prone. Jump. Jump, rechte Maustaste, nein, Space. Oh, Down. Zoom, Fire. Fire? Leck mich, ey. Ja, komm, das ist alles das Übliche, ey. New Game. Hilft nichts. Ich muss das Solo hinter mir drauf, weil es mir zu hält. Scheiße! About a little boy named Aiden. Aiden was a very, very special boy. He was a bit different than the other kids around his age. Instead of playing with the other kids, he loved to play with his toys. While all the other kids chose the most beautiful dolls to play with, Aiden, on the other hand, used to ask all the time why the other dolls always get ignored. Aiden loved to collect the least beautiful dolls so they don't feel left out. Aiden always felt sad when someone was being left out. He wanted to be kind to everyone, despite their looks. Aiden was obsessed with a show called Red Belly and Friends and collected all its dolls, except Red Belly himself, because even though Red Belly was the nice-looking one, he was always mean to the other dolls. Aiden didn't like when someone was mean to others. He had Kitty Paws, Mr. Bunny Teeth, Miss Starry, Honey Claw, and Cloudy Head. He always wanted them to sleep next to him because they made him feel safe. The real monsters wouldn't come near him because the dolls were his protection. Aiden never went anywhere without them. Everywhere he went, he took them with him. One day, they were gone. Maybe it was the work of Red Belly, the nicest one among the group. Because sometimes, the real monsters come in a nice way and with a friendly face. Good night. Das erinnert mich tierisch an dieses Spiel mit dem kleinen Baby. Ich habe vergessen, wie es heißt, aber das ist super, immer noch. Ist zwar schon etwas älter, wo man als kleines Baby durch die Gegend rennt. Das ist dasselbe Kinderzimmer quasi. Naja, nicht ganz. Da stand noch ein Schrank. Oh, aber ich bin ein Baby! Yay! Leck mich, das ist ja cool. Protective Dolls, ist das eins? Cool. Put away? Nee, das ist aber nicht dies. Puh, okay. 20 Grad? Ah, das ist mein Rennen.
muss ich selber jetzt mal ein bisschen befauseln kann. Warum? Ah, okay. Blinking. In between. Okay, mit Tab natürlich wieder Inventory. Ah, okay. Ich denke mal. Boah, das ist aber ungewohnt, dass man die mit Q nehmen muss. Ich muss hier drauf, damit ich da dran komme. Ich meine, ich bin ja jetzt frisch geschieden, aber ich habe mit dieser Frau nie so heftig. Also klar haben wir uns auch mal angeblöckt, aber niemals so lang. Lag allerdings nicht an mir, sondern an vielen Argumenten und dementsprechenden. Oder? Hörst du das? Okay. Weiter. Ich glaube, ich weiß, wer das zunächst spielt. Ich glaube, die Person namens Sie weiß auch, was ich von ihr möchte. Also, es ist ja doch schon cool. Sieht auch geil aus, kann man ja anders sagen. Ne? Also das ist ja schon wieder was, wo ich sage, boah, sieht lecker aus. Ich habe ein Spielzimmer. Und ich muss bestimmt, aber das sage ich jetzt nicht. So, in diesem Sinne, das ist nur ein ganz, ganz kurzer Einblick. Jetzt knapp 10 Minuten als Einblick in das Spiel. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Baby Blues Nightmares. Genau. Nightmares. Ganz wichtig. Halbträume, Plural. Ja. Sieht spannend aus, sieht interessant aus. Blank. Und ja, bestimmt spielbar. Also wenn das erstmal nur die Demo ist. Wie heißt das denn nochmal mit dem Baby? Ich hab's auch hier. Könnt ihr es auf meinem Kanal finden, ist überhaupt keine Frage.
Ja, danke Nicole für die Demo, für den Hinweis. Und rate mal, wer das demnächst noch mal gerne spielen darf. Wenn er mal wieder hier sitzt. Sie. Ne? In diesem Sinne. Und tschüss.